Flughafen München am Morgen. Hier sowie an weiteren deutschen Flughäfen ist der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals angelaufen. Dies hat zur Annullierung des Großteils der Flüge der Airline geführt. In München und Frankfurt am Main seien etwa 90% der Abflüge betroffen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. An den Flughäfen in Hamburg, Berlin und Düsseldorf fielen demnach die Zubringerflüge zu den Drehkreuzen aus. Die Lufthansa hatte Fluggäste auf annullierten Flügen im Voraus gebeten, sich nicht zum Flughafen zu begeben. Betroffene Kundinnen und Kunden können demnach kostenlos umbuchen. Wer einen innerdeutschen Flug gebucht habe, könne darüber hinaus sein Ticket auf der Internetseite der Lufthansa in einen Bahngutschein umwandeln. Der von Verdi für 27 Stunden angesetzte Warnstreik hatte am Morgen begonnen und soll bis Donnerstag früh gehen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden, in den Konzerngesellschaften Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und weiteren.